Hi Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zu 5.2. Wir haben die erste Mission schon abgeschlossen und hier ist direkt die nächste Mission. Gehört wieder zu Stammeschronik. Aber ich denke, wir sollten erstmal im ersten Schritt diese Mission abschließen. Macht wahrscheinlich Sinn. Boah, die Musik flasht mich wieder mal. Also mit der Netland-Musik haben die mich schon hier gekriegt, ne? Richtig schön gecatcht. I take it you're the one support. Yep. Call me Toltec. The chief asked me to be your. Es könnte sein, Leute, dass ich hier die legendäre Farbe, dass ich ab jetzt so Bereiche, wo gesprochen wird, aus den Videos rausschneiden werde. Ich habe schon mehrmals gefragt gehabt in den Videos, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Ich denke, den meisten war es egal gewesen. Die meisten möchten eher relativ schnell Lösungen zu den Quests haben. Deswegen macht es Sinn, das Gesprochene auszuschneiden. Jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, lass es drin, Hufi. Oder doch, Hufi, mach es raus. Genauso möchten wir es haben. In diesem Video werde ich das auf jeden Fall rausmachen. Längere Gespräche werden ausgeschnitten. Fertig. Und ihr dürft dann entscheiden, ob es so bleiben soll in den nächsten Videos oder nicht. Ihr dürft mitbestimmen, Leute. Vergesst das nicht. Ich mach genau das, was ihr wollt, wenn es um Gähnchen im Pack geht. Promise! Oh, 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 oh. Interessant, interessant. Okay. Brennt es? Oh ja. Ich muss mal was ganz kurz gucken. Okay. Als was können wir weitergehen? Ist eine einfache Truhe. Könnte ich das auch so zerstören? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, geht. Also brauchen wir keine Feuerattacke, sondern einfach normale Attacken. Elementarblick? Yes. Da ist was. Zack. Let's go! Wir haben es endlich draus! Ich habe im letzten Video einfach 10 Minuten gebraucht, um herauszufinden, wie der Elementarblick funktioniert. Das glaubt ihr mir nicht. Hier kommt wahrscheinlich meine spezielle Fähigkeit ins Spiel. Okay. Go ahead! Was steht hier? Monitor mit extrem ungewöhnlich Wurm und Farben. Es gibt sie in Rot, Gelb und Blau. Wirf sie einfach auf Färbesteine oder spezielle Grafiken, um deren Farbe zu ändern. Wenn du zweifarbige Monitor mit unterschiedlichen Farben zur gleichen Zeit aufnimmst, erscheinen sie, zu vermischen und neue Farben zu produzieren. Oh, interessant. Der ist richtig interessant, Leute. Also heißt es, dass ich das hier nehmen kann. Wie nehmen wir das? Gelb aufsammeln. Blau aufsammeln. Wie mache ich das jetzt? Mann, das war ein Elementarblick. Ah. Ich glaube, die benötigen alle Orange erstmal. Kann ich das wieder entfernen? Vielleicht, wenn ich den hier mache. Und wieder zurückverwandeln. Klappt nicht. Da hinten ist noch eine Farbe. Oh, da ist rot. Das brauchen wir. Das brauchen wir, Leute. Dann haben wir schon mal die erste Mischung. Rot, gelb, weiß. Was? Steht da? Der Farbmann kann seine Farben nicht mehr ändern. Du Drecksack. Wie kriegen wir gelb, gelb-weiß jetzt weg? Ich glaube, gelb-weiß war falsch. Er heißt die Farbe. Also wir brauchen Rot, Gelbrot und Weißrot.
Deutlich Notiz. Ich brauche aber, ich muss aber die Farben. Was waren das? Ach so, wir müssen die Farben jetzt aufnehmen erstmal. Sammeln. Und da vorne war, glaube ich, noch eine Farbe. Hä, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden, aber egal. These guys' ancestors made some real. Do you think maybe there's more artwork? Oh, no need. Paimon was just thinking aloud. Let's head back and meet up with. Ah, ich bin so unfassbar dumm. Ich habe echt lange gebraucht. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Schaut euch mal das an. Das hat noch niemand gelöst, glaube ich. Weil ich habe tatsächlich recherchiert. Weil ich einfach nicht draufgekommen bin. Das hat noch niemand, aber ich habe die Lösung. Schaut euch die Frucht an. Es gibt eine lange, es gibt eine runde und es gibt so eine dreieckige. Hier ist die lange, die ist blau. Hier ist dieses dreieckige, was ich gesagt habe, ist eher orange. Und das ist rot. Oder? Das heißt, dass wir die runde Frucht rot nehmen müssen? Oder ist das orange? Ich kann es nicht einschätzen. Das kann auch orange sein. Aber nehmen wir mal rot. Nehmen wir mal einzelne Farben. Also das Runde ist rot, okay? Das hier. Das hier. Okay. Wieso kann ich es auf einmal lesen? Davor ging es nicht. Naja. Das Blau ist das hier. Und das andere muss gelb sein. Hoffentlich. Ansonsten. Ja, ich glaube, das ist gelb. Das muss gelb sein. Ansonsten müssen wir mischen. Da ist es, Leute. Da ist das Ding. Ich hab's gelöst. Alter, geil. Let's go. Oh mein Gott, wo sind die hier? Unnecessary. Okay, besiegen wir erstmal die Gegner. Und da oben haben wir noch etwas. Da oben geht es komplett weiter. What? Okay. Eine Sekunde. Da gucken wir mal erstmal, was wir hier machen können. So, wir haben gelernt, Elementarblick ist wichtig. Dann muss es erstmal nichts. Wir müssen hoch. Versuchen. Weiter hoch. Okay, weiter hoch. Zack, weiter hoch. Okay, und jetzt? Noch höher? Oder was soll ich damit machen? Das ist doch. Also ich bin gerade verwirrt. Eine Sekunde. Wir müssen einfach weiter hoch. So hoch. Dann kommen wir hier raus. Oh. Noch ein Rätselchen. Noch ein Rätselchen. Let's go. Okay. Geil. Das macht Bock gerade. Die Stammeskriege unter der Kontrolle des bösen Zauberers. So schnell kann ich nicht lesen. Ich hab's versucht. Hier bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich nicht checke, was ich hier machen soll. Wie kann ich euch unterstützen, mein Lieben? Ah, okay. Du kannst hier kein Konstrukt erschaffen. Ich versteh's. Jetzt verstehe ich es. Wir müssen das hier aufsammeln. Zack. Jetzt müssten wir irgendwas erschaffen, oder was? Das muss... Ah, okay, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es, Leute. Okay, das war ein bisschen falsch platziert.
Gucken wir es mal wieder an. Also wir haben hier 1, 2, 3. Welches fehlt uns? Eines fehlt mir, und zwar... Warte. Das ist da. Kann es sein, dass hier etwas fehlt? Hier, da? Neben dem Stein? Oder fehlt... Nee, da vorne fehlt einer. Hier fehlt irgendwo einer. Das war vielleicht da. So mäßig. Ist es richtig? Haben wir es? Oh, yes. Jetzt haben wir es. Man muss die jetzt herbei... Man muss sie herbeibeschwören dann. Das ging mit E. Oh mein Gott, ich habe echt lange gebraucht. Jetzt stirbt. Nice, Mann. Oh mein Gott. Second. Ich kriege die alle Rätsel hin jetzt. Ist mir egal. Nice. Yes. Rot, blau, grün, gelb. Müssen wir uns das merken? Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb. Rot, blau, grün, gelb. Okay, hier sind Farben. Okay. Rot. Gelb. Gelb ist da hinten. Grün und blau. Muss blau werden. Zack. Und wo ist grün? Ah, grün müssen wir mischen. Grün ist, glaube ich, blau und rot gleichzeitig. Kann das sein? Ist es blau und rot? Nee, das ist lila. War falsch. Ist es dann gelb und blau? Ja, jetzt haben wir es. Gelb und blau ist grün. Der Weg nach unten ist geöffnet. Nach unten? Wohin unten? Hä? Sollen wir zurück oder gibt es hier etwas? Oh ja, hier. Upsi. Hier, Alter, wo sind wir hier? Junge, Junge, Junge. Es geht weiter und weiter. Noch ein Rätsel. Oh, das macht mich gerade so glücklich, Leute. Das macht mich extrem glücklich gerade. Weil wir das alles selbst herausfinden gerade. Ohne bla 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 bla. Aber selbst ein bisschen Rätsel, geil. Was ist hier? Kuntu und Rumi. Sie scheinen besondere Moneto zu sein, die mit den Wandmalereien geboren wurden und den Helden Kuntu, der in der Geschichte den bösen Zauberer verfolgt und den bösen Zauberer Rumi darstellen. Klicke auf eine Stelle auf der Wandmalerei, um dort ein Illusionswindfeld zu erschaffen und Kuntu dabei zu helfen, Hindernisse auszuweichen und Rumi zu fangen, okay? What? In die Geschichte auf dem Wandgemälde eindringen. Bei seinem Versuch zu entkommen. Okay. Wie sollen Rumi helfen? Yes. Genau. Rumi fand sich in einem. Okay. Wir haben Rumi geholfen. Weiter geht's. Hier hoch. Nein! Noch ein Versuch. Später darauf reagieren. Und zwar jetzt. Herausforderung scheitert. Zu früh. Nee, zu spät war das jetzt.
Jetzt. Auch zu spät? Okay. Er springt hier. Dann springen wir auch hier. Okay, wir müssen zweimal springen. Das kriegen wir hin. Und nochmal. Yes. Hier dasselbe. Und nochmal. Nice. Okay, was passiert jetzt? Oh. Wir fallen direkt runter. Wir müssen schweben. Weiter. Weiter. Und das reicht, glaube ich. Yes. Was? Sind wir zu krass gesprungen, oder was? Müssen wahrscheinlich tiefer sein. Jetzt haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Da geht's. Oho. Und jetzt springen. Nice. Wir haben es geschafft, Leute. Wow, eine luxuriöse Truhe. Eintrag zu der Geschichte von Konto. Und kommen wir hier raus? Yes, es geht weiter. Oh mein Gott, war das geil. So Spaß gemacht. Die Geschichte von Konto haben wir halt und wir sind durch. Wir sind durch. Jetzt können wir zurückgehen zu dem kleinen Tomatenkopf und die Mission abschließen. Hallo. Oh mein Gott, wie weit ist das bitte? Wie komme ich da hin? Hier rein wahrscheinlich, ha? Ja. So, Bira. Toltec. So, bitteschön. Zack. I see. Got it. Please come with. Betritt die Webkammer. Geht weiter. Too slow. Nice. So, wir sollen Birams Einladung annehmen. Und wieder in die Webkammer. Ne, wir sollen die Webkammer verlassen. Sorry. okay. Also hoch mit uns. Haben wir noch nicht freigeschaltet. Geht's komplett hoch. Oh mein Gott, wie weit. Take it easy. Da sind wir gleich. Oh mein Gott! Was passiert hier? Das war eine Falle. It's a trap. Wow, it's beautiful. Cool. It's good now. Whoa, that griff. In all the years, it is true that I seek to bring new life to this ancient tribe. Through change and reform, the foremost of the. Oh, that makes. Since the very. So? You're completely right. Ah, it's quite all right. Hmm.
So, Mission abgeschlossen. Viel mehr haben wir nicht gemacht. Sehr nice. Aktivieren wir das mal. Und im nächsten Video geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.